Klaus trifft Frauenfußball. Gespräche und Interviews. Respektvoll, informativ, cool. Viel Spaß mit meinem Gast. Eine neue Folge Klaus trifft Frauenfußball. Heute ist Inga Schuld bei mir zu Gast vom SC Sand, Torhüterin. Herzlich willkommen, Inga. Ja, hi Klaus. Freut mich, dass ich dabei bin. Ja, wir haben jetzt ja lange schon im Vorfeld gesprochen, haben das Ganze einigermaßen gut vorbereitet, hoffentlich. Ich will dir mal kurz ein Zitat vorsprechen von Dolach Karlsruhe. Ein Trainer hat das gesagt. Im Tor zu stehen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und den Mut zu haben, in jeder Situation alles zu geben. Kannst du damit übereinstimmen? Ist das so? Ja, definitiv. Also ich glaube, da können alle Torhüter zustimmen, dass man irgendwie ein Stück weit verrückt sein muss als Torhüter, da in die Bälle reinzubretschen. Und auch, ja, man ist die letzte Frau und hat somit ja auch eine große Verantwortung, wenn wir als Torhüter einen Fehler machen, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass ein Gegentor passiert. Von daher hat man diese Verantwortung auf den Schultern und muss auch ein bisschen verrückt sein, diese Verantwortung fürs Team zu tragen. Ja, das Wort verrückt wollte ich eigentlich nicht sagen, aber man sagt ja als Fußballer, links außen und Torhüter, ihr müsst so ein bisschen verrückt sein. Klar, du musst in Sekundenschnelle entscheiden, grätsche ich jetzt den Gegner ab, nehme ich den Ball. Also wenn er 1:1 durchgeht, und so weiter. Das ist schon eine gewisse Verantwortung, die man da hat, ne? Genau, das stimmt. Also man kann bei sowas, genauso wie bei Elfmeterschießen, entweder man ist der Held oder eben nicht. Also es geht in beide Richtungen sehr drastisch, sag ich mal. Von daher muss man da schon eine harte Schale haben, um auch Kritik abzukönnen. Oder wenn man eben Fehler macht, was menschlich ist, das auch abzuhaken und wieder positiv ins andere Spiel oder eben in die nächste Situation zu gehen. Das ist nämlich das Schwere, wenn man einen Fehler macht. Ruckzuck gleitet dir so ein Ding durch die Handschuhe. Dann ist in der 89. Minute erledigt. Dann muss man wirklich wieder vom Kopf frei werden. Ein Mittelstürmer, so wie ich es früher war, der hat übers Tor geschossen in der 89. Minute. Der macht sich dann vielleicht nicht so einen Kopf. Ne? Ja, genau so ist es. Also es ist halt auch der Druck, aber ich glaube, das lieben wir Torhüter, diesen Adrenalinkick in dem Falle, damit umzugehen. Mir gefällt's. Wie gesagt, man kann halt auch oft der Held sein und da versucht man natürlich in der Woche zu arbeiten, dass das eher der Fall ist am Wochenende als in die andere Richtung. Jetzt hast du ganz früh angefangen, Verantwortung zu übernehmen oder dich wahrscheinlich damit befasst, ich weiß es nicht. Du bist mit sehr jungen Jahren auf eine Eliteschule gegangen. Also mit 12 Jahren hast du mir gesagt, das ist ja unglaublich, wie kommt man auf diese Idee mit 12 Jahren, diesen Schritt zu wählen? Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte als Kind wirklich mehr Hummeln im Hintern als alle anderen Mitschüler auf der normalen Schule. Von daher ja, war der Sport der beste Ausgleich, meine ganze Energie loszuwerden. Ich habe dann früh viele Sportarten durchprobiert, bis meine Mutti dann mal gesagt hat, so jetzt müssen wir uns für eine entscheiden. Und ich glaube, ja, durch meinen großen Bruder, wie das denn so ist, bin ich dann beim Fußball gelandet und bin da auch schnell wir hatten damals in Rostock einen DFB-Stützpunkt. Das war immer montags sozusagen, talentierte junge Mädels konnten da halt mittrainieren, wurden dann gesichtet im ganzen Umkreis von Mecklenburg-Vorpommern. Und da habe ich dann immer mittrainiert am Montag in Rostock. Und ja, über den Trainer kam ich dann irgendwie dahin. Er ist dann nach Neubrandenburg an den Stützpunkt für Frauenfußball in Mecklenburg-Vorpommern gewechselt als Trainer. Und hat mich mehr oder weniger mitgenommen. Und ja, das war natürlich dann eine große Chance. Ich glaube, so jung habe ich das noch gar nicht richtig realisiert, was das eigentlich heißt, auf so eine Sportschule zu dürfen, auf ein Sportinternat, in der Woche nicht zu Hause zu sein, alle 2 Wochenenden oder jedes zweite Wochenende erst nur zu Hause zu sein. Irgendwie hat man das damals einfach gemacht, aber jetzt so rückblickend, es ist irgendwie schon beeindruckend und man wird halt extrem schnell selbstständig, indem man da mit 12 Jahren, also es
manchmal wie eine große Klassenfahrt, die nicht aufhört gewesen, weil man hat so seine beste Freunde, seine besten Freunden drumherum im Internat. Aber es ist halt auch sehr viel, dass man sehr, sehr selbstständig wird, sehr viel für sich selber machen muss, organisieren muss. Und ja, somit wird man irgendwie ein Stückchen schneller erwachsener. Ja, für sich selber Verantwortung übernehmen ist das Erste, ne? Jetzt die Zugangsvoraussetzung für so eine Elite-Schule, was ist denn das? Was muss man da vorweisen können? Also ich habe damals in jungen Jahren schon in der Landesauswahl gespielt, deswegen kannte man die Trainer und das Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern war dementsprechend auch sehr gut zwischen den DFB-Stützpunkten und eben der Elite-Schule, also den ja überwiegend Stützpunkt des Frauenfußballs in Mecklenburg-Vorpommern. Von daher war die Vernetzung unter den Trainern auch sehr gut und die sprechen dann natürlich über die Spielerinnen, die Potenzial haben und dann kommt man in die Gespräche mit den Eltern. Wie sieht's aus? Kann man sich das vorstellen? Oder einige Spielerinnen mit jungen Jahren, die eben noch nicht von zu Hause weg wollten, haben dann eben ein Zweitspielrecht für Neubrandenburg gehabt, haben aber zu Hause trainiert und auch gewohnt und ganz normal die Schule weitergemacht. Also die Möglichkeit gab es dann auch, mit so einem Zweitspielrecht nur am Wochenende bei uns zu spielen, aber bei den Jungs in deren Dorf oder eben wo sie gewohnt haben, weiter zu trainieren innerhalb der, ja, oder in der Woche. Genau. Ja gut, es ist einmal die sportliche Voraussetzung, aber so eine Elite-Schule hat ja auch Schule. Ich kann mir vorstellen, so gewisse Zeugnisnoten musstest du auch vorweisen, ne? Genau, also das wird aber auf jeden Fall gefördert. Selbst wenn man auch sagt, oder wir Sportler manchmal den Ruf haben, wir sind ein bisschen faul, was die Schule angeht. Das ist halt für so eine Sportschule extrem wichtig, definitiv. Also es muss das Gesamtpaket passen. Und wenn es halt mal nicht passt, dann ist da aber auch die Unterstützung von den Trainern, aber auch von der Schule da, dass man eben nochmal Nachhilfe in einigen Dingen bekommt, dass man eventuell von älteren Fußballerinnen auch Nachhilfe bekommt, noch im Internat später abends zusammen lernen kann. Da ziehen schon alle an einem Strang und das ist irgendwie das schöne Gemeinschaftliche, dass da keiner irgendwie hinten also drunter fällt oder so, sondern dass da alle schon gewillt sind und ehrgeizig sind, da auch einen guten Notendurchschnitt zu haben. Aber höchsten Respekt, ne? 12 Jahre, wenn ich überlege, mit 12 Jahren, da hatte ich andere Dinge im Kopf. Sicherlich war für mich Sport damals auch ganz wichtig, aber weg und ohne Eltern sicherlich. Freut man sich mal, wenn die Eltern vielleicht abends weg sind. Aber da sind die Eltern, glaube ich, auf eine Distanz von zwei Stunden waren die weg. Also du konntest nicht mal kurz nach Hause fahren bei Sorgen und Nöte, sondern du musstest schon mit deinen Kolleginnen oder Kollegen dann, ja, übereinkommen, sprechen, Vertraute finden, ne? Das stimmt. Also ich glaube, wir waren damals 3 aus Rostock, die kamen und ich hatte das Glück, dass eine Mitspielerin von denen, dass da der Papa immer gefahren ist. Also der Papa ist oft am Wochenende hin und her gependelt und dann haben wir uns, die anderen beiden haben wir sich dann mit reingesetzt, darunter auch ich, und haben das dann genossen, dass wir damit eine Mitfahrgelegenheit auch nach Hause hatten, eine schnelle Mitfahrgelegenheit. Genau, ansonsten war es mit dem Zug 2,5 Stunden. Und man ist dann auch viele Wochenende, wenn man ein Spiel gerade in der Gegend Neubrandenburg hatte, auch einfach da geblieben. Aber da war es halt auch das Schöne, dadurch, dass wir noch so jung waren, wurden wir halt dann viel auch eingeladen von unseren Trainern, da am Wochenende eben abends mit Abend zu essen oder ein Abendprogramm, dass wir irgendwie alle was zusammen machen. Und da verging dann die Zeit super schnell und man hat gar nicht so, also ja, Heimweh gehabt. Man hatte auch irgendwie nicht so die Zeit, Heimweh zu haben, weil man ja dann doch mit dem Sport und der Schule gut beschäftigt war. Und ich war irgendwie schon von Anfang an immer nicht so die groß Heimweh hatte, sondern eher abenteuerlustig war und ja, da dann auch fern weg von zu Hause das Leben genossen hat. Das heißt, schon früh vorbereitet für die Profikarriere, wo man dann eben halt von Verein zu Verein oder von Bundesland zu Bundesland geht, ne? Ja, genau so ist es. Ja. Jetzt bist du beim SC Sand, von Rostock runter in den Schwarzwald, Rostock mit dem Hafen, mit ja, an der Ostsee, dann SC Sand im Schwarzwald, Kulturschock? Nee, gar nicht. Ich muss sagen, also
ich hätte, glaube ich, damals auch nicht gedacht, dass ich bis nach Cézanne komme, weil das ist ja wirklich einmal quer durch Deutschland. Ich glaube, meine Eltern waren jetzt einmal hier zu Besuch und haben 11 Stunden gebraucht mit Auto. Also da, ja, und Flugzeuge gibt es ja auch irgendwie nicht. Also der nächste Flughafen ist Baden-Baden oder sogar Basel ist näher dran. Und in Rostock gibt es auch keinen Flughafen, wo man jetzt sagt, da fliegen irgendwie so viele Flugzeuge hin. Deswegen ist der schnellste Weg tatsächlich mit Zug, aber auch da ist man 10 Stunden unterwegs. Ich glaube, das hätte ich nie gedacht, dass ich so weit in Deutschland, innerhalb von Deutschland, von zu Hause weg bin. Aber Kulturschock würde ich nicht sagen. Wildstadt bzw. Sand ist auch super ländlich, genauso wie Mecklenburg-Vorpommern, Rostock. Also das heißt ja nicht ohne Grund das Land zum Leben. Da ist halt sehr, sehr viel Natur und das liebe ich auch jetzt hier. Das ist eben dieses der Schwarzwald ist wunderschön. Ich bin da auch sehr, sehr oft. Dann gibt es hier noch Wasserfälle nebenan. Also es ist alles sehr naturbelassen und das ist halt das Schöne. Deswegen fühle ich mich, glaube ich, auch sehr wohl und es hat mich auch relativ schnell eingelebt hier. Und der Feldberg zum Skifahren. Genau, auch da war ich schon. Genau, gibt es mehrere Skilifte, da habe ich auch schon ein paar ausprobiert. Von daher, genau, also es wird nicht langweilig. Ich war Schneeschuhlaufen dort. Ja, genau. Ja, das kann man von unten, ne, bis nach oben hoch, kann man Schneeschuhlaufen machen. Ist ein bisschen anstrengend. Ja, jetzt hast du, habe ich gelesen, auch ein Lebensmotto, Trust Yourself. Kann man da eine Verbindung herstellen zu dem 12-jährigen Mädchen im Internat? Ja, genau. Also ich glaube, ich habe relativ lange gebraucht, um mich diesem Motto anzuschließen. Ich glaube, deswegen ist es umso wertvoller für mich, weil ja sich selber vertrauen. Ich bin sehr emotionaler Spieler oder Spielerin, eine sehr emotionale Spielerin, sehr ehrgeizig. Und da fällt es mir manchmal selber schwer, mir zu vertrauen oder hat mir schwer gefallen oder ist mir schwer gefallen. So. Von daher, ich glaube, das letzte Jahr in Jena, wo ich dann gespielt habe, auch erste Liga-Erfahrung ganz viel gesammelt habe, ich glaube, das hat mich sehr, sehr selbstbewusst werden lassen. Und damit oder somit ist dieses Motto mehr gewachsen und ja, ich vertraue mehr auf mein Können, ich vertraue mehr dem, was ich kann und wo ich hin möchte und ja, lass mich da, sag ich mal, nicht negativ mehr so sehr beeinflussen oder akzeptiere die Sachen, die ich nicht beeinflussen kann oder die Entscheidung und ich glaube, deswegen ist das so mein Motto, dass ich jeden ans Herz lege, sich selber zu vertrauen und auch der Zeit, den Raum zu geben, sich zu vertrauen, auch wenn nicht immer alles rosig ist. Ja, ist ab und zu mal schwierig, gerade im Sportlerleben, ne? Dass es nicht alles funktioniert, ob Stammplatz oder auf der Bank. Und da muss man eben halt doch Wege finden, um sich wieder selbst anzunordnen. Ne? Das stimmt, genau. Eine Frage noch zwischendurch. Du warst von Anfang an als Torhüterin unterwegs oder hast du mal irgendwie als kleines Mädchen auch gespielt? Also angefangen habe ich tatsächlich in der Abwehr, aber also das war wirklich noch im Dorf, 4. Klasse oder so. Da habe ich in der Abwehr erst angefangen. Und dann hat mein Bruder immer mit mir hinten auf unserem Hof mitgespielt und da soll ich mich immer ins Tor stellen, um die Bälle zu holen. Und dann habe ich aber nicht nur die Bälle geholt, sondern eben auch gehalten im Tor. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich auch im Verein gesagt habe, ja, ich kann auch ins Tor gehen, warum nicht? Und ja, als junges Mädel in so einem Dorfverein drumherum, wenn du da Turniere spielst, dann kennt dich auf einmal jeder. Wenn du da noch im Tor stehst und da die Bälle rausfischst, ich habe, glaube ich, auch so viele Pokale bekommen. Ich hoffe, nicht nur, weil ich ein Mädchen war, sondern auch, weil ich die Leistung gebracht habe. Von daher hat das extrem viel Spaß gemacht, weil die Anerkennung da war. Jeder einen so kannte schon. Bin dann eigentlich auch dabei geblieben. Ich glaube, in Neubrandenburg, in der Neubrandenburg-Zeit, genau, da hat es dann auch immer mal wieder gewechselt. Ich habe da auch noch öfter mal im Feld wieder mitgespielt, weil unsere Torhüterposition war sehr, sehr gut besetzt. Also wir waren beide gleich auch von den Qualitäten. Und ich war dann aber am Fuß ein bisschen stärker und durfte dann draußen manchmal noch mitspielen. Auch beim Länderpokal in Duisburg habe ich noch ein Tor gegen Sachsen, glaube ich, gemacht, ein wichtiges Spiel.
Ja, also ich bin immer mal wieder auf dem Feld gewesen. Jetzt zu guter Letzt ja auch beim SC Sand in der zweiten Liga. Also ja, ich glaube, ich kann da auch manchmal ein bisschen mithalten. Auch wenn es nur für 15 Minuten reicht, länger leider nicht. Da ist dann die Kondition nicht so ausgeprägt. Aber ja, so ein bisschen immer mal mitten auf dem Feld mitwirbeln, macht mir extrem Spaß. Okay, jetzt bist du von Jena zum SC Sand gewechselt. Was sind so die Entscheidungen für einen neuen Verein? Die Umgebung, vielleicht auch Beziehungen, Freundschaften zu Spielerinnen, oder was ist für dich da wichtig? Also ich glaube, die Entscheidung, sind ja beide Mannschaften abgestiegen in die zweite Liga, sowohl KZ Jena als auch SC Sand. Und ich glaube, meine Entscheidung war überwiegend die Ambition, wieder aufzusteigen. Die hatte eben SC Sand in den Gesprächen auf jeden Fall. Und das war das große Ziel. Und Carl Zeiss Jena blieb erstmal relativ, ja, dass sie eben erstmal sich in der zweiten Liga jetzt sammeln wollen durch die neuen Strukturen. Es war ja damals der USV Jena. Jetzt sind die ja auch erst 2 Jahre der Carl Zeiss Jena. Von daher finde ich das auch völlig in Ordnung, habe das auch akzeptiert. Und ich glaube, für mich war dann irgendwie, ja, ich brauchte wieder einen Tapetenwechsel. Ich mag neue Herausforderungen und ich mag auch eben so familiäre Vereine zu unterstützen. Und ich war mit SC Sand schon länger im Gespräch und die Gespräche waren sehr, sehr gut. Ich kannte auch schon 1, 2, 3 Funktionäre vorher. Von daher war das immer, ja, hat es eigentlich immer gleich gut funktioniert mit den Gesprächen und auch mit der Anerkennung. Und ich glaube, das war so die Ambition, wieder aufzusteigen, der große Grund, weswegen es jetzt SC Sand dann wurde. Die Frage kam nämlich von einem, ja, von einem Fan. Mhm. Ja, was ist so, ne, die Ambition oder was sind so die Gründe? Und da hast du jetzt familiär und sportlich genannt. Ist im Frauenfußball oder für die Frau das sehr wichtig, so dieser familiäre Aspekt in einem Fall? Klopft man das vorher ab? Ich glaube, da ist jede Spielerin total anders und auch anders fokussiert. Es gibt, glaube ich, Spielerinnen, die sich drumherum sehr viel wahrnehmen, was passiert drumherum, was ja jetzt hier in SC Sand oder beim SC Sand extrem wichtig ist und sehr, ja, eine große Rolle spielt. Aber andere Spielerin, glaube ich, ist das eher weniger wichtig. Ich glaube, an ja meinen Schritten oder an meinen Verein, die ich jetzt bisher hatte, merkt man, dass mir das wichtig ist. Also selbst ja Turbine Potsdam, wo ich 7 Jahre gelebt habe, ist ein extrem kleiner familiärer Verein. Aber auch USV Jena, wo ich damals hingewechselt bin, auch ein reiner Frauenverein gewesen. Jetzt sind wir eben drüber mit zu den Männern damals. Was aber jetzt an den Strukturen nicht viel geändert hat und es blieb trotzdem alles sehr, sehr klein und ja, überschaubar, sage ich mal so. Und jetzt mit dem SC Sand auch wieder ein reiner Frauenverein, der sehr lange in der ersten Liga gespielt hat. Also ich glaube, daran sieht man, dass mir das drumherum sehr wichtig ist und ich da auch gerne meinen Beitrag oder ja, gerne was dazu beitrage, dass der Verein gut dasteht. Alex Hüschinger hat gesagt, das ist ein Projekt, also etwas mittelfristiges Projekt, würde ich mal sagen. Also auch im nächsten Jahr strebt man ja wohl an, dass man doch um den Aufstieg spricht, ne? Ja, definitiv. Dieses Jahr war es dann doch, glaube ich, ja, wir waren ein zu durchgemischter Haufen. Wir kannten uns untereinander nicht. Ich glaube, dann am Ende hat auch so ein bisschen jetzt die Erfahrung gefehlt. Es sind viele von der Regionalliga oder von der U17 Talente, von der U17 Bundesliga jetzt zu uns gekommen. Und ich glaube, in der Breite hat dann einfach die Erfahrung gefehlt von der zweiten Bundesliga, ersten Bundesliga. Was aber nicht heißt, dass wir die Qualität nicht haben. Wir haben sie bloß. Wir haben eben lange gebraucht, um zusammenzufinden, um gut zusammenzuspielen. Was jetzt aber auch nicht negativ ist. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele vor der Brust und werden die gut bestreiten. Und dann stehen wir im guten Mittelfeld. Und dann kann man für nächste Saison, hat man dann auf jeden Fall Bausteine erschaffen, dass man da dann die Saison den Aufstieg anstreben kann. Ja, das ist unglaublich schwierig, fast eine komplette Mannschaft zu ersetzen und die dann gleich sofort so spielstark zu machen, dass sie eben halt mit anderen
die schon etwas länger zusammenspielen, mithalten können, ne? Aber insgesamt habt ihr das gut gemeistert, ne? Ja, genau. Also ich finde auch, wir haben leider zu einfach Punkte liegen lassen, weil wir die Tore vorne nicht gemacht haben, was schade ist, was jetzt am Ende, ja, mit 4, 5 Punkten würden wir ganz anders da in der Tabelle stehen, aber es geht ja jedem so. Und wenn man die Chancen nicht nutzt, muss man hinten aufpassen, dass man nicht doch noch dann wenigstens den Punkt verliert. Aber ja, im Endeffekt, ich finde es auch dafür, dass es jetzt wirklich eine neue, durchgemischte Mannschaft war, haben wir uns gut gezeigt und genau die Grundlage für nächste Saison geschaffen. Ja, vor allen Dingen habt ihr gegen die Spitzenmannschaften gut ausgesehen, habt sogar gewonnen oder unentschieden, dann leider gegen Mannschaften, die unten stehen, verloren, wie zum Beispiel gegen Jena, ne? Und das zieht einen natürlich dann tabellenmäßig nach unten, ne? So ist es definitiv. Ja, schade. Gut, jetzt habe ich am Wochenende mal wieder bei euch, bin ich gewesen, gegen Wolfsburg. Diese Fans, die sind ja einmalig, oder? Das, ja, sind Stimmungskanonen. Genau, und deswegen liebe ich es. Ich liebe es in diesen kleinen familiären Verein, weil man kennt sich auch untereinander und man weiß, die stehen immer hinter einem. Und auch wenn man wirklich, wie du jetzt schon sagtest, so eine knappe Niederlage wieder gegen Jena zu Hause einfährt. Ich glaube, 2-1 kurz vor Schluss haben wir bekommen. Und ja, die Fans sind trotzdem da, die bauen uns auf mit ihren Fangesang, aber auch einfach mit der Anwesenheit, dass wir wissen, dass sie da sind und uns anfeuern. Und ja, das ist schon einmalig und richtig gut. Ja, man hört kaum negative Worte, muss man ehrlich sagen. Also sicherlich ist man enttäuscht als Fan, dass jetzt die Mannschaft verloren hat, wie zum Beispiel gegen Bayern. Aber da kommt nicht irgendwie was Böses drüber oder so, sondern ja, mehr das nächste Mal macht ihr das schon, ne? Ja. Genau. Also sie sind gleich wieder positiv, obwohl wir noch total enttäuscht und am Boden sind, bauen die einen sofort auf und geben auch einem gar kein schlechtes Gefühl, dass man irgendwie schlecht ist oder ja, machen einen runter, sondern gar nicht, im Gegenteil. Also die sind grundauf positiv und ja, extrem stolz auf uns zu jedem Zeitpunkt und das ist einfach eine schöne Anerkennung. Ja, ist wichtig für, ne, für die eigene Motivation, für den nächsten Sonntag, fürs Training auch. Dass man weiß, Mensch, wir haben zwar verloren, aber hey, da stehen so viele hinter uns. Ja, jetzt muss ich mal wieder durchziehen. Ne? Das stimmt. Ja, okay. Jetzt bist du auch nebenbei noch ein bisschen tätig. Ich glaube, du arbeitest in der Krankenkasse. Ist das richtig? Ich habe eine Ausbildung gemacht in der Zeit, wo ich bei Turbine Potsdam war. Genau, neben dem noch eine 3-jährige Ausbildung gemacht, dann auch da direkt angefangen zu arbeiten und auch in Jena noch da gearbeitet. Und jetzt habe ich es aber in der Zeit, wo ich jetzt beim SC Sand bin, auf Eis gelegt. Und ja, jetzt hatte ich sozusagen noch ein bisschen Zeit, was anderes anzugehen und bin jetzt in dem Integrationsprojekt Team for Winners. Da wollte ich hin. Tolle Überleitung, hat. Ne? Das ist ja das Gute, wenn man vorher ein bisschen bespricht, dann weiß der andere, wo er hin will. Ne? Team for Winners, erzähl doch mal, das ist so ein Integrationsprogramm für, ja, auch für Mädchen, ne? Oder überhaupt genau. Für. Genau, für alle, wir sind jetzt in den Grundschulen vertreten, also für alle junge Mädels, Jungs, egal ob sportlich, unsportlich, es ist total egal, die Herkunft. Wir sind jetzt in 30 Schulen in der Ortenau, also hier in Baden-Württemberg, vertreten. Team for Winners gibt es auch erst seit 2016, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, es wächst stetig. Also die Schulen sind extrem dankbar. Wir machen sozusagen nochmal eine extra AG nach der Schule mit den Kindern, ungefähr 1,5 Stunden. Und ja, da verschiedene Sportprogramme. Gut, wenn ich jetzt mit den SC Sand-Mädels, wir unterstützen die auch als Trainer, wenn wir da sind, wird natürlich überwiegend Fußball gespielt, da freuen sich natürlich die Kids auch, aber es wird alle möglichen Ballsportarten oder Gymnastik. Jetzt vor kurzem haben sie das Fußball-Sportabzeichen an einer Schule gemacht, da sind wir dann auch mit ein paar SC Sand-Mädels hin, um die Urkunde zu übergeben. Also es ist schon ein schönes Geben und Nehmen und ein extremes Herzprojekt. Also alle Leute, die da eben mithelfen und dahinter stehen, machen das extrem engagiert und extrem mit Herz. Und ja, deswegen war es für mich umso einfacher, irgendwie hier anzukommen, weil ich extrem willkommen war und ja, mir da extrem auch geholfen wurde, weil ich mich jetzt noch nicht so in den Orten auskenne.
kannte. Also ich wusste jetzt nicht, wo Legelshorst oder Eckartsweier von mir aus ist. Und da wurde mir extrem weitergeholfen, mich da ein bisschen schneller auszukennen hier in der Ortenau. Und ja, es ist einfach schön, die Kinder zu sehen, wie die auch miteinander agieren. Also diese Akzeptanz untereinander vor allem, aber auch diese Disziplin zu lernen, mit Regeln umzugehen. Und das ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder das annehmen und wie sie sich da auch bei uns auspowern können, bevor sie irgendwie draußen Scheiße bauen. Sehr gut. Aber wo ich das gelesen habe und gesehen habe, ich bereite mich ja ein bisschen vor. Da habe ich gedacht, Mensch, ist da die 12-Jährige, kommt da die 12-Jährige Inga wieder zum Vorschein? Also selber sich durchgeboxt, jetzt andere vielleicht zu unterstützen, dass sie es leichter haben? Ja, Integration? Ja, es kann gut sein. Ich bin aber ganz ehrlich, also ich glaube, ich hätte jetzt mein eigenes Ich nicht so gerne in der Unterrichtsstunde, weil ich war echt ein Rebell, muss ich zugeben. Ehrlich? Okay. Ja, genau. Aber ja, wahrscheinlich ist es auch dadurch geprägt, dass ich das extrem gerne jetzt mache, weil ich mich da selber reflektiere und sage, oh Mann, das hätte ich genauso als Kind gemocht, nochmal so eine Sport-AG nach der Schule, um sich da auszupowern. Ja, das meine ich nämlich. Ne? Da ist glaube ich, so ein bisschen ne, so die ganz junge Kinder, die sich da nochmal verwirklicht, ne? Und unterstützt. Das ist ja Integration und Sport, das ist ja ein wichtiges Element, ne? Um Kinder von der Straße zu halten. Du sagtest, keine Scheiße auf der Straße bauen, sondern im Sport mit in der Gemeinschaft eben sich ja betätigt. Ne? Genau so ist es. Also mit Sport kann man sehr, sehr viel erreichen und auch viele Kinder abholen, die für andere Sachen nicht so die Motivation aufzeigen. Aber mit Sport kriegt man irgendwie dann doch alle sehr gut motiviert. Ja, natürlich. Und ja, auch an Regeln halten, ne, ist ja auch ganz wichtig. Das lernt man heute ja ganz wenig nur noch, habe ich mir sagen lassen. Und im Sportverein oder in so einer Gemeinschaft, da muss man dann eben halt schon mal ruhig sein, wenn der eine was sagt und dann eben halt, wenn man Runde laufen muss, dann muss man eben halt um die Runde laufen. Dann kann nicht der eine links rum, der andere rechts rum, da muss man in eine Richtung ziehen, ne? Ist. Und das Schöne zu sehen ist auch, wir sind jetzt hier ganz nah an Frankreich. In manchen Schulen in Kehl sprechen die meisten Kinder Französisch. Wir haben eine aus unserer Mannschaft, Victoria Bisset, ist unsere Französin. Die kann gut Deutsch sprechen, aber spricht eben überwiegend mit den Kindern Französisch. Und die müssen das untereinander sich übersetzen, wenn jetzt deutschsprachige doch darunter sind. Und Französisch nicht verstehen, dann müssen sie sich untereinander das eben auch übersetzen und die Regeln eben auch erklären. Und das ist einfach extrem schön mit anzusehen. Oder auch unsere Schottin, Kathleen McGovern, ist mit in einer Gruppe mit Cindy König. Und da üben jetzt die Kinder ganz fleißig Englisch, um mit ihr eben da sich zu unterhalten. Dann haben wir noch unsere Isabella Scherder aus Holland. Und da ist diese Akzeptanz nochmal ganz anders, wenn die Trainer nochmal eine andere Sprache sprechen. Da ist irgendwie, die sind nochmal aufmerksamer und da ja, funktioniert die Integration nochmal intensiver und das ist einfach nur schön mit zu beobachten. Das finde ich ja toll, dass du das nochmal gebracht hast mit den unterschiedlichen Sprachen, weil das ist ja auch nochmal ein toller Aspekt, ja? Ja, extrem. Also es ist extrem interessant, wie die Kinder das annehmen und wie sie auch hören möchten oder zuhören möchten, das verstehen möchten, was man da vielleicht in untereinander auf einer anderen Sprache redet. Das ist halt die schöne Kooperation mit Team 4 Winners und den SC Sand, dass da der Austausch so klappt. Ist ja auch wichtig für spätere Leben, unterschiedliche Kulturen. Keine Feindschaften aufbauen gegen Kulturen, sondern willkommen heißen. Ne? Also man lernt früh eben halt auch, dass andere Kulturen genauso sind wie wir auch. Ne? Ja? Wie wir von so ausdrücken. So, jetzt bist du ja die Torhüterin. Und da gibt es ja verschiedene Spielarten, Spielweisen. Wo würdest du dich wiederfinden? Als mitspielender Torhüter oder einer, der gerne hinten lang rausschlägt? Was situationsbedingt, denke ich mir mal. Genau, es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber
ich würde schon sagen, dass ich gerne mitspiele, extrem gerne mitspiele, wahrscheinlich auch da dem geschuldet, dass ich lange auf dem Feld mitgespielt habe und auch immer mal wieder auf dem Feld zu sehen war in der zweiten Bundesliga. Aber ja, ich spiele extrem gerne raus, weil ich mag es auch, den Gegner zu locken, dass der hoch steht und dann sich die Räume für uns eben ergeben. Dadurch, dass der Stürmer dann vom anderen von der anderen Mannschaft mich anlaufen muss oder so, dann ergeben sich dahinter Räume und ich mag das so ein bisschen, da auch manchmal mit dem Feuer zu spielen. Mit dem Feuer, okay. Und hast du denn auch schon mal dir die Finger verbrannt dabei oder die Füße? Ja, mal, wo es wirklich nach hinten losging, war jetzt gegen Frankfurt, kurz vor Weihnachten, das Spiel, wo ich da leider einen Fehlpass eben gemacht habe in der hinteren Reihe. Und ja, das gehört eben dazu. Und das ist eben wichtig, das abzuhaken, daraus zu lernen, aber auch, wie viel Risiko kann man gehen, wie viel traut man sich selber dann in dem Moment zu oder geht man auf Nummer sicher und schießt den Ball eben auch mal lang. Sind wir schon wieder beim anderen Thema. Du findest immer die tollen Überleitungen. Jetzt mache ich einen Fehler. Wie gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, Torwart, ne, letzte Glied, ne, der letzte A. Ne. So, wenn du mal so einen richtigen Bockmist baust, wie verarbeitest du den später zu Hause? Wie findest du wieder zurück? Ja, also ich glaube nicht nur, wenn ich jetzt irgendwie einen Bock drin hatte oder wenn wir jetzt irgendwie knapp verloren haben oder so, sondern allgemein bei sehr intensiven Spielen, was auch, also gerade die Mentalität angeht, das kann auch ein gutes Spiel gewesen sein, es kann auch ein Sieg sein, aber wenn es mich sehr beansprucht hat, mentalitätsmäßig oder allgemein körperlich, dann schlafe ich erstmal eine Runde, um ehrlich zu sein. Also ich eine halbe Stunde einen Powernap machen, um dann wieder ein bisschen ruhiger zu sein. Also ist egal, ob wir jetzt mit dem Bus dann irgendwie nach Hause fahren. Ich bin die Erste, die sich dann bereit erklärt und die Augen schließt, weil ich das dann damit verarbeite. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe einfach so viel Adrenalin noch in mir, weil ich eben dieser emotionale Spieler bin und mich mit so viel dann auseinandersetze und so viel Revue passieren lasse, dass ich dann erstmal einen Cut brauche und mein Körper erstmal diese Ruhe braucht, um runterzufahren. Ja, ist ja wichtig. Wenn jetzt eine Jüngere mal hier zuhört, eine jüngere Torhüterin, die kann vielleicht so ein bisschen was für sich auch ableiten, ne? Ja, klar. Ich glaube, da geht auch jeder wirklich selber, irgendwie anders mit um. Das ist jetzt so meine Variante, die ich für mich entdeckt habe, die auch ganz gut funktioniert und dann wieder einen klaren Kopf zu haben. Ja, du hast ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre Erfahrung. Und wenn jetzt meinetwegen deine 18-Jährige zuhört oder 17-Jährige, kann sich da schon was abhören, ne? Oder kann sich da was übernehmen. Ne? Ja, aber, vielleicht. Ja. Dafür sprechen wir da ja auch hier. Jetzt ist es so, ihr habt ja eure Torwarthandschuhe. Das ist ja euer Handwerkszeug, ne? Genau. Früher hat man den Koffer reingelangt und hat von irgendjemandem die Handschuhe rausgeholt. Auch im höheren Amateurbereich war das so früher. Jetzt habt ihr ja eure eigenen Handschuhe, denke ich mir mal, euren eigenen Ausrüster. Wenn du Handschuhe auswählst, worauf achtest du da? Ja, genau. Also die Auswahl an Handschuhen gestaltet sich immer schwieriger, sage ich mal, weil es immer mehr Angebote auf dem Markt gibt. Also es gibt immer mehr Handschuhsponsoren, die jetzt langsam wachsen. Oder ich glaube, Laura Benkert hat auch ihre eigene Handschuhmarke gemacht. Luftpunk, davor Colab. Also da sind ganz viele Handschuhsponsoren. Titan ist ganz mit vorne dabei, aber natürlich auch die normalen Adidas, Puma, Nike. Also man hat eine größere Auswahl. Die letzten Jahre hat das so einen Aufschwung genommen an Handschuhen. Und ich habe meinen eigenen Handschuhsponsor, sage ich mal. Ich bin da extrem glücklich, von Tag 1 dabei zu sein mit Hashtag One. Das ist von dem Torhüter Nico Pelatz, wurde in Berlin gegründet. Und als ich damals in Potsdam war irgendwie der Draht gleich da.
habe auch schon ein paar Mal mit ihm Torwarttraining gemacht und ja, ist einfach ein sehr, sehr gutes persönliches Verhältnis da, weswegen ich auch glücklich bin, da seine Torhüterin sein zu können und seine Handschuhe zu tragen. Und die entwickeln sich auch immer weiter. Also man kann nicht mal sagen, dass das jetzt vor 2 Jahren der gleiche Handschuh ist, sondern sie werden enger, der Grip wird immer intensiver. Und ich glaube, das ist eben so das Wichtigste, dass man sich wohlfühlt mit den Handschuhen, die man trägt. Also ich mag es persönlich natürlich sehr schön eng, dass man ein gutes Ballgefühl hat, ja. Und Grip natürlich länger hält als nur 3-4 Einheiten. Ja, und dadurch, dass das Angebot eben zu groß ist, kann jede Torhüterin individuell da drauf eingehen oder sich halt ausprobieren bei den verschiedenen Marken. Und das ist cool, dass es das jetzt gibt seit ein paar Jahren. Ja, jetzt hast du einen eigenen Sponsor. Dann trägt man natürlich auch die Handschuhe, ist ja logisch, ne? Jetzt gibt es unterschiedliche Witterungsbedingungen, Schnee meinetwegen, Regen, Sonnenschein. Hast du da unterschiedliche Qualitäten? Genau. Ist es jetzt gerade so im Tun, dass man eben bei Regen nochmal andere Handschuhe anzieht und so, weil die nochmal einen anderen Grip haben, nochmal eine andere Fertigkeit für den Regen? Ja, das gibt schon. Aber ich glaube auch, jede Spielerin hat ihre Lieblingshandschuhe, die sie dann auch bei jedem Wetter eben trägt. Ob es jetzt die Farbe ist oder wirklich das Modell, dass man sich da einfach gut mitfühlt im Spiel. Und ich glaube, dann ist es gar nicht mal so relevant, was für ein Wetter es ist. Hauptsache, man fühlt sich eben am wohlsten mit den Handschuhen, die man dann auch trägt. Ja, weil gerade dieses Gefühl musst du ja haben, ne? Also im Prinzip wie Barfußschuhe. Heutzutage trägt man ja auch gerne Barfußschuhe, damit man das Gefühl vom Erdboden hat. Jetzt hast du enge Handschuhe und hast das Gefühl von, ja, der Ball ist in meiner Hand, ne? Genau, also ich glaube, das kann man vergleichen ganz normal mit den Fußballschuhen von den Mädels vom Feld, dass man sich ja da auch wohlfühlen muss und da auch der Untergrund angepasst werden muss, bei uns Torhütern jetzt eher nicht so, sondern eher nach dem Ball sich gerichtet werden muss oder eben nach dem Wetter, aber sobald man sich wohlfühlt, hat man auch ein ganz anderes Auftreten. Na, ich habe mir früher immer die teuersten Fußballschuhe geholt, der Verein hat immer geschluckt, aber ich hatte auch ganz gerne so das Gefühl am Fuß. Weißt du, so weiches Leder und nicht so ein dickes, unflexibles Leder, was man früher auch hatte, ne? Sondern richtig weiche Schuhe, damit man ja das Ballgefühl besser hatte, ne? Genau, das ist ja auch jeder anders. Manche tragen Nike, manche Adidas, manche Leder, ja. Manche Plastik. Es ist, ja, man hat ganz viel Auswahl, sage ich mal so. Ja, gut. Okay. Jetzt kommen wir mal so Richtung Schluss. Wünsche für den Frauenfußball. Was wünschst du dir persönlich für den deutschen oder internationalen Frauenfußball? Was muss nachhaltig passieren? Dass wir diesen Trend, den wir im Augenblick haben, weiter fortführen? Genau. Also ich glaube, wir sind ja schon auf einem extrem guten Weg und viele reden ja Gleichberechtigung mit den Männern. Ich bin da immer so zwiegespalten, weil ich glaube, ja, die Männer verdienen viel zu viel, die haben viel zu viel, da geht viel zu viel Geld über die Bühne. Ich glaube, das möchte auch keiner von uns. Ich glaube, wir möchten einfach nur die entsprechende Anerkennung, dass wir sagen, wir können Vollprofi sein. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass man eben nicht noch nebenbei arbeiten muss, wie es in der zweiten Liga vorwiegend so ist. Alle Mädels gehen noch arbeiten, 40 Stunden die Woche und dann abends noch zum Training, dann ja am Wochenende durch ganz Deutschland reisen. Also das ist ein Pensum, was ich mir wünschen würde, dass die Spielerinnen ab der zweiten Liga zur ersten Liga eben entlastet werden, indem eben bessere Bezahlungen da sind, dass sie ihrem Sport, ihrem Hobby, der Leidenschaft, die sie haben, ja, auch nachgehen können und da sich als Vollprofi bezeichnen können. Und das fängt eben aber auch mit den Strukturen ganz unten an. Also man muss natürlich auch die Nachwuchsarbeit dementsprechend fördern innerhalb der Vereine. Und ja, das wünsche ich mir einfach, dass das noch ein bisschen mehr gefördert wird, noch ein bisschen mehr Anerkennung bekommt. Aber ich glaube auch, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Ja, die Zuschauerzahlen boomen ja, kann man sagen. Also je nach Verein natürlich. Gestern wieder 60.000 beim Halbfinale der Arsenal gegen Wolfsburg. Da freut man natürlich als Fußballerin, ne? Sowas mal zu erleben, oder?
Ich glaube, da strahlen dann auch von den jungen Talenten immer mehr die Augen, dass sie sehen, was ist möglich, dass man nochmal ein Ziel hat, wo man hin möchte und dann so eine Atmosphäre da mitzunehmen. Ich glaube, ja, da steigt nochmal der Ehrgeiz und der Wille von kleinen oder Mädels bis zu jungen Talenten, den richtigen Schritt zu gehen und daran dann auch hart zu arbeiten, weil man dann sieht, dass man sich mit so einer Atmosphäre da belohnen kann eventuell. Ja, und der Frauenfußball hat sich gesteigert über die ganzen Jahre. Das wollen wir auch mal ganz festhalten. Ob technisch, taktisch, spielerisch. Ihr habt eine unglaubliche Leistung, die ihr auf den Platz bringt. Und das muss einfach gewürdigt werden, auch mit Zuschauern, die da kommen, die euch unterstützen. Und das wünsche ich euch immer wieder neu vom Neuen, egal welcher Verein. Ihr habt es einfach verdient, ja. Ja, dankeschön. Genau. Und auch mit solchen Talks wie jetzt mit dir wird halt die Reichweite nochmal ein bisschen höher, ein bisschen attraktiver. Und genau das wollen wir erreichen, dass wir auch ein bisschen nahbar sind für junge Talente, die vielleicht Fragen haben, aber auch ja für andere, die einfach interessiert sind am Frauenfußball. Und der Austausch ist, glaube ich, extrem wichtig. Dafür brauchst du aber auch Vereine, die das unterstützen. Der SC St. tut das. Du brauchst aber auch die Spielerinnen, die das dann gerne machen. Und da hinten habe ich zwei Bilder. Ich habe eine sehr nette, sympathische Inga kennengelernt und ich glaube auch die Zuschauer. Aber zum Abschluss noch eine kleine Frage. Warum spucken die Torhüter und Torhüterinnen immer in die Handschuhe und geben nachher den Gegner die Hand? Ja, also wir ziehen den Handschuh meistens aus, bevor wir dem Gegner am Ende die Hand geben. Okay. Ja, warum macht man es? Ich glaube, es machen ja einige, weil wir dann die Trinkflaschen nicht parat haben. Manchmal macht man es mit der Trinkflasche, die Handschuhe ein bisschen nass. Weil wenn der Rasen trocken ist, der Ball trocken ist, dann gibt es nochmal extra Grip in den Handschuhen, wenn die ein bisschen nass oder feucht sind. Und ja, dadurch, dass wir nicht immer und überall unsere Trinkflasche dabei haben oder mal irgendein Wasserhahn, wo wir mal die Handschuhe drunter halten können, muss dann leider manchmal der Speichel her. Was nicht gerade attraktiv ist, aber es gehört eben dazu. Genau, das war eigentlich nur zum Schluss nochmal eine kurze Frage. Ich weiß natürlich von Mannschaftskameraden, die das auch gemacht haben, also die Historiker, war nur mal einfach eine lustige Abschlussfrage. Vielen herzlichen Dank für die Bereitschaft. Wir haben vieles Neues entdeckt, was den Frauenfußball ausmacht, auch mit dieser Integration, dass man mit 12 Jahren außer Haus geht, das Ganze sehr gut bewerkstelligen kann, den jungen Mädchen, die vielleicht das hören oder die Eltern, dass man das ruhig mal unterstützen kann, diesen Mut aufbringen. Ja, stärkt halt für spätere Leben, ne? Ja, und man kann es ja probieren. Wenn einem denn nicht wohl ist oder man Heimweh hat, kann man ja jederzeit wieder nach Hause. Also es ist ja jetzt dann nicht auch in den Stein gemeißelt, sondern man kann ja jederzeit wieder nach Hause. Und das war auch immer der Weg, der mir offen gehalten wurde, wenn es mir nicht gefällt, wenn es zu viel wird, wenn die Schule vielleicht auch darunter leidet, wurde immer klar kommuniziert, dass es dann auch wieder nach Hause geht oder nach Hause gehen kann, dass es wirklich auf freiwilliger Basis ist. Aber ich glaube, wenn man erstmal in diesem Fußballkreis, in dieser Fußballblase drin ist, mit vielen Freunden auf dem Internat im jungen Alter, das macht schon Spaß und ja, man lernt natürlich auch so viele Charaktere und so viele Leute kennen, woraus sich dann auch Freundschaften entwickeln, also es ist schon sehr, sehr spannend und nicht jeder hat die Chance und ich glaube, man sollte die Chance nutzen, wenn man die hat, ja, auf ein Sportinternat zu gehen. Okay, also, das war ein tolles Abschlussstatement. Vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt ausschalten. Du bleibst noch drin. Genau, wir hören und sehen uns. Wir hören und sehen uns. Ja.